Hey Leute, ich bin's wieder, euer Stereosize von Dual Toots und ich möchte euch heute den Effekt Vordergrundauswahl Schwarz-Weiß-Farbeffekt zeigen. Also nicht den Effekt, sondern das Tool und natürlich diesen Schwarz-Weiß-Farbeffekt, was doch Effekt ist, ach egal. Ich habe hier ein Blumenbild, hier Flower, bla bla bla, der Link ist in der Beschreibung. Ist Public Domain, das heißt, jeder darf es verwenden und bearbeiten, wie er will. So, wir öffnen natürlich erstmal GIMP, das habe ich hier schon, das gute GIMP 2.8. Dann zieht ihr die Datei, also nehmt die Datei, linke Maustaste, zieht sie hier oben auf den Gimpi, wird das erstmal in GIMP geöffnet. Der macht dann gleich Vollbild. So. Dann wollen wir praktisch nur hier die pinke Rose ausgewählt haben. Da nehmen wir hier links das Vordergrund-Auswahl-Tool, klicken drauf, dann machen wir erstmal so eine grobe Auswahl um die Rose herum. Also wenn es geht, hierbei noch nicht in das Pinke reinkommen. So, jetzt hat er es zugemacht. Und jetzt malen wir einfach innen drin grob alles überall mal drüber, was die Farbe Pink hat und halt auch diesen Weiß, Pink in Weiß Verlauf. Ist am besten so tun, als würde man das innen drin schon mal ein bisschen ausmalen. Dann berechnet er praktisch alle Punkte, wo innen drin sind. Also wenn er sieht, hier haben wir jetzt ganz viel Pink bis Weiß, dann markiert er alles, was Pink bis Weiß ist. Weil er hier drin nicht kein Grün findet oder weil kein Grün markiert wurde, wird es auch nicht markiert. Das funktioniert am Anfang schon richtig gut, das sehen wir hier. Aber natürlich fehlt hier noch ein bisschen was. Also das sieht man hier, ist noch eine weiße Stelle. Können wir einfach reinzoomen. Der Pinsel wird auch automatisch kleiner, das finde ich ist richtig gut gelungen. Ich glaube, das gehört nämlich zum neuen GIMP 2.8. Das ging beim alten noch nicht. Dann könnt ihr hier diese kleinen weißen Stellen noch extra auswählen. Also einfach drüber malen mit der linken Maustaste. Hier haben wir noch eine rote Stelle. Dann hier sieht man es schon extrem, da fehlt noch ein wenig was. Einfach drüber malen. So. Könnt auch, wenn ihr wollt, hier nochmal einfach nur am Rand entlang fahren. Dann nehmt ihr einfach mehr Rot mit. So, jetzt zoomen wir mal wieder raus. Das ging jetzt schon richtig schnell und ist auch richtig gut geworden, finde ich. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr einfach die Eingabetaste klicken. Also, ihr wisst schon, der Pfeil, der nach unten und dann nach links geht. Drücken. So, und jetzt habt ihr aus dem Ganzen eine Auswahl. Dann machen wir erstmal Folgendes. Wir verdoppeln die Ebene. Also klicken hier auf dieses kleine Symbol, ein Duplikat dieser Ebene erstellen. Dann tun wir die Auswahl umkehren, gehen auf Auswahl invertieren oder einfach rechte Maustaste, Auswahl invertieren. Jetzt haben wir praktisch nur das Äußere. Alles, was grün ist und wo der Baum ist, ausgewählt. Dann gehen wir auf Farben, Einfärben, machen die Sättigung auf 0. Das heißt, keine Farbe. Schon haben wir Schwarz, Weiß und hier Farbe. So. Jetzt finde ich aber, also wenn wir Steuerung Umschalt A machen oder Auswahl nichts auswählen, dass es manchmal ein bisschen zu hart ist der Übergang. Also hier oben haben wir eine Spitze und dann ist es komplett entweder Farbe oder nicht. Farbe nicht, Farbe nicht. So, und um das Ganze ein bisschen schöner zu gestalten, haben wir ja die Ebene verdoppelt. Das heißt, wir gehen nochmal, drücken nochmal Steuerung Z, dass wir die Auswahl wieder haben. Machen jetzt rechte Maustaste auf die zweite Ebene, Ebenenmaske hinzufügen und dann klicken wir hier auf Auswahl. Klicken auf Hinzufügen. Jetzt machen wir
Steuerung Umschalt A, dass wir wirklich nichts mehr auswählen. Oder wieder Auswahl nichts. Dann gehen wir auf Filter, Weichzeichnen, Gaussischer Weichzeichner. Und hoch, hier ist noch die Voreinstellung. Hier machen wir erstmal 5. Das heißt, ihr seht hier oben die Ecke. Und wenn es auf 0 wäre, dann wäre das dieser komplett harte Übergang. Farbe, nicht Farbe. Jetzt machen wir 5, um einen weichen Übergang zu bekommen. Also ihr denkt euch jetzt sicher, das hat ja gar nichts gemacht. Schaut auch so ein bisschen aus, als wäre gar nichts passiert. Sie also können mit STRG F den Filter nochmal wiederholen. Aber meiner Meinung nach schaut es jetzt erst richtig perfekt aus. Um euch zu demonstrieren, was das denn überhaupt macht oder wie das denn aussieht, wenn man da ein bisschen übertreibt, habe ich hier das mal mit 80 gemacht. Dann sieht man, das verfließt so arg ineinander, dass hier wieder das Grün zum Vorschein kommt. Oder hier zum Beispiel dieses Braun von dem Baumstumpf. Deswegen lassen wir es so, wie es ist. Also mit Filter, Weichzeichner, Gaussischer Weichzeichner auf horizontal 5 und vertikal auch 5 hoch. So, jetzt. Und dann passt es. So, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wie ihr hier schon seht, Porträtretusche ist in Arbeit, aber da konnte ich mich noch nicht wirklich dazu durchringen, weil es wirklich ein langes Tutorial ist und da braucht man auch viel Energie und was weiß ich, Nerven dafür. Aber ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Lang dauert es nicht mehr. Und ein Tutorial zu diesem Thema, wie wir jetzt haben, wollten wir schon, glaube ich, seit 1,5 Jahren machen. Dann dachte ich, hey, das mache ich mal. Also, viel Spaß noch. Euer Stereo Size.